Gnade sei mit euch, liebe Gemeinde. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das uns alle mit Sicherheit angeht. Denn wer von uns wurde noch nie kritisiert? Oder wer von uns wurde noch nie für etwas zurechtgewiesen? Wenn wir etwas falsch gemacht haben oder wenn wir selbst etwas nicht falsch gemacht haben und ein Bruder oder eine Schwester kommt zu uns und spricht in Sanftmut, voller Liebe zu uns. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns dann eigentlich? Oder besser gesagt, wie sollten wir uns eigentlich in diesen Situationen verhalten? Wenn jemand zu uns kommt und uns zurechtweist, wie sollen wir uns verhalten? Und woher wissen wir, wie wir uns verhalten sollen? Nun, Gott hat uns eine wunderbare Sammlung an Büchern gegeben, und das ist die Heilige Schrift. Und hier steht alles drin, was wir brauchen, um gottselig, um gottesfürchtig leben zu können. Alles, was wir brauchen, um gute Werke tun zu können. Alles, was wir brauchen, um fähig zu sein, Männer und Frauen Gottes zu sein. Lasst uns gemeinsam eine Stelle aus den Sprüchen öffnen. Das wird der Leitvers sein, Sprüche 12, Vers 1. Aus den Sprüchen kann man unglaublich viel lernen. Und aus den Sprüchen können wir vor allem lernen, wie verhalten wir uns in solchen Situationen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester kommt und uns zurechtweist oder uns ermahnt oder uns kritisiert, wie soll ich mich in so einer Situation verhalten? Lasst uns den Text lesen, ein kurzer Vers, und hier steckt so viel drin. Das Wort Gottes spricht Folgendes. Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Nun, das ist der Leitvers für unser Thema. Und ich habe das Thema überschrieben mit folgenden Worten. Auf Kritik gottesfürchtig reagieren. Auf Kritik gottesfürchtig reagieren. Wer von uns kennt es nicht? Wenn jemand kommt und mich ermahnt, dann fahre ich sofort aus der Haut oder ich kritisiere sofort zurück. Ich sehe nicht den Balken in meinem Auge, sondern den Splitter im Auge des Bruders oder der Schwester. Das kennen wir doch alle. Wir haben sofort schlechte Gedanken über den Nächsten. Oder wir nehmen diese Kritik, die Unterweisung, die Zurechtweisung nicht an. Das ist sehr einfach, so zu reagieren. Und das Wort Gottes gibt uns aber etwas anderes. Das Wort Gottes sagt, liebe Unterweisung. Liebe Zurechtweisung. Warum? Weil du dadurch Erkenntnis liebst. Dadurch liebst du Erkenntnis. Denn der Bruder oder die Schwester, die zu dir kommt, um dich zurechtzuweisen, hat eine gute Absicht, hat eine liebevolle Absicht. Und das Wort Gottes, denkt an 2. Timotheus 3, Vers 16, das Wort Gottes ist uns zur Zurechtweisung gegeben. Ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit wir ganze Männer und ganze Frauen Gottes werden. Ich habe für dieses Thema einige Prinzipien aus der Schrift zusammengefasst. Wir haben 6 Prinzipien, die wir uns ansehen wollen. Das werden wir aber nicht alles heute machen. Und diese 6 Prinzipien werden wir wahrscheinlich aufteilen. Vielleicht machen wir heute 3 bis 4. Und beim nächsten Mal machen wir die restlichen Prinzipien und schauen uns dann Beispiele aus der Schrift an. Wie reagierten Männer und Frauen Gottes auf Kritik oder Zurechtweisung? Und dann sehen wir uns auch das beste Beispiel an, unser Vorbild, den Herrn Jesus Christus. Wie reagierte er, als er kritisiert wurde? 6 Prinzipien aus der Schrift. Und zu jedem Prinzip gibt es ein paar oder 1 bis 2, vielleicht auch höchstens 3 kurze Bibelstellen. Ihr braucht nicht alle Bibelstellen aufzuschlagen. Die meisten finden sich sowieso in den Sprüchen. Ihr braucht also nur vor- und zurückblättern. Aber das ist der Leitvers, Sprüche 12, Vers 1. Wer Unterweisung liebt, ihr Lieben, ich möchte uns auf den Geschmack bringen, dass wir wirklich Zurechtweisung lieben. Dass wir Unterweisung lieben. Es ist nichts Schlechtes. Es ist etwas unglaublich Gutes und Nützliches. Es ist etwas, was wir alle brauchen. Denn wenn wir nicht Zurechtweisung brauchen oder meinen, es nicht zu brauchen, dann denkt an 2. Timotheus 3, Vers 16.
das Wort Gottes ist uns zur Zurechtweisung gegeben. Dann glauben wir, dass wir das Wort Gottes nicht brauchen. Aber wir brauchen einander und wir brauchen das Wort Gottes. Nun lasst uns zum ersten Prinzip kommen. 1. Korinther 10, Vers 31 gibt uns das allererste Prinzip. 1. Korinther 10, Vers 31. Hier geht es nicht in erster Linie um Kritik oder um Zurechtweisung, aber es ist ein ganz allgemeines Prinzip, das auch hier Anwendung findet. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, und hier in diese Kategorie, sonst etwas tut, können wir auch Zurechtweisung oder die Reaktion auf die Zurechtweisung platzieren. Egal was ihr tut, will Paulus hier sagen, tut alles zur Ehre Gottes. Das erste Prinzip ist, suche die Ehre Gottes oder gib Gott die Ehre. Und dieses Prinzip, wie ich schon sagte, ist eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens das allererste Prinzip. Gib Gott die Ehre. Wenn ein Bruder auf dich zukommt oder wenn eine Schwester auf dich zukommt und dich zurechtweist, gib du Gott erst einmal die Ehre. Das ist das allererste Prinzip. Suche in dieser Situation Gottes Ehre. Versuch nicht, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, damit du gut wegkommst, damit dein Name rein bleibt, damit du nicht angetastet wirst, sondern was nützt schon unsere Haut? Gib Gott die Ehre. Suche seine Ehre. Gib wirklich demjenigen, dem Ehre gebührt, auch in dieser Situation. Und noch einmal 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Warum ist die Schrift gegeben? Damit wir gute Werke tun. Gute Werke dienen immer zu Gottes Ehre. Gib Gott die Ehre. Wie du auf Kritik reagierst oder wie du auf Zurechtweisung reagierst, wenn jemand zu dir kommt und dich zurechtweist, so wie du dann reagierst, sagt sehr viel darüber aus, wem du die Ehre gibst. Reagierst du schroff, bist du sofort beleidigt, willst du zurückschießen, willst du dich verteidigen und irgendwie heil aus dieser Situation kommen, dann gibst du offensichtlich dir selbst die Ehre. Aber wenn du wirklich Gottes Ehre suchst, versuchst du oder suchst du in dieser Situation wirklich zurechtgewiesen zu werden, dann willst du wirklich hinterfragen, vielleicht hat dieser Bruder recht, vielleicht hat diese Schwester recht, vielleicht muss ich wirklich etwas an meinem Leben, an meinem Lebensstil oder an meinem Verhalten ändern. Vielleicht habe ich mich versündigt. Und dann gehen wir auf die Knie und tun Buße. Das ist das gottesfürchtige Prinzip. Suche die Ehre Gottes. Häufig ist es ja so, dass wir so leben, als ob wir sagen, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ein Bruder formulierte es mal so, immer wenn ein neuer Mensch geboren wird, entsteht ein neues Reich und ein neuer Wille. Also wir haben unglaublich viele, wie viele Menschen haben wir? 8 Milliarden. 8 Milliarden Reiche haben wir auf der Erde, weil jeder für sein eigenes Reich lebt, weil jeder seinen eigenen Willen gerne tut. Und das ist genau das, was wir in solchen Situationen, wenn wir zurechtgewiesen werden, was wir nicht brauchen. Wir brauchen Gottes Willen, wir brauchen Gottes Reich, wir brauchen Gottes Ehre. Suche die Ehre Gottes, das allererste Prinzip. Und wenn wir einen kurzen Exkurs machen, das ist das allererste Prinzip in jedem Bereich deines Lebens. Egal was du tust, suche immer zuerst die Ehre Gottes. Lebst du zu deiner Ehre oder lebst du zur Ehre Gottes? Das zweite Prinzip ist ein bisschen härter. Lass uns Galater 5, Vers 14 bis 15 öffnen. Galater 5, Vers 14 bis 15. Und da, in dieser Stelle, geht es schon um das Miteinander, um das Füreinander, um die Gemeinschaft. Und dort schreibt Paulus folgende Worte. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst,
So habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Nun das zweite Prinzip, wenn jemand auf uns zukommt und uns kritisiert oder zurechtweist, dann ist das zweite Prinzip, liebe deinen Kritiker. Liebe denjenigen, der dich zurechtweist. Liebe denjenigen, der gerade harte Worte mit dir redet, der dir gerade zeigt, was du in deinem Leben falsch machst, der dir anhand des Wortes versucht zu erklären, dass du Buße brauchst. Liebe diesen Kritiker. Nun, wie reagieren wir häufig? Wenn jemand zu uns kommt, dann sind wir schnell beleidigt. Und das, wenn wir beleidigt sind, dann ist es schnell ein Zeichen dafür, dass wenig Liebe oder ein Mangel an Liebe herrscht. Aber das Wort Gottes sagt, liebe deinen Nächsten. Das ist das Gebot, unter dem das ganze Gesetz erfüllt wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und einander beißen oder einander fressen und einander aufzehren, das ist nicht einander lieben. Und selbst wenn dein Bruder zu dir kommt und sehr harte Worte redet und vielleicht zwischendurch sogar sehr, sehr, sehr stark beleidigt, so denke daran, dass Christus auch für die Feinde gestorben ist. Christus hat das alles auch durchlitten. Christus hat auch unglaublich viel Kritik einstecken müssen. Und er, was hat er getan? Er hat geliebt. Er hat sich selbst aufgegeben und ist gestorben für die Feinde. Er hat sie geliebt. Das ist das zweite Prinzip. Liebe deinen Kritiker. Sollen wir einander beißen und fressen? Nein, sagt das Wort Gottes. Wenn ein Bruder kommt und dich zurechtweist, so liebe ihn. Und schaut, was die Sprüche dazu sagen. Sprüche 9, Vers 8, sehr ähnlich und vielleicht sogar noch deutlicher. Dort heißt es folgendermaßen. Sprüche 9, Vers 8, auch zu diesem zweiten Prinzip. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Nun, wir wollen uns mal hineinversetzen, indem der zurecht gewiesen wird. Und hier in diesem Vers sehen wir ein deutliches biblisches Prinzip. Jemand, der Zurechtweisung annimmt, der ist wirklich weise und der wird seinen Kritiker lieben. Und das ist unser zweites Prinzip. Liebe deinen Kritiker. Wenn du deinen Kritiker hast, ist das ein Indiz dafür, dass du töricht bist, dass du vielleicht sogar ein Spötter bist. Sprüche 9, Vers 8 hier. Es ist sehr unweise, deinen Nächsten zu hassen. Aber wenn du deinen Kritiker, derjenige, der zu dir kommt und dich kritisiert, der dich zurechtweist, wenn du ihn liebst, dann bist du wirklich weise. Denn ein weiser Christ, der lässt sich gerne korrigieren, um in das Bild Christi gestaltet zu werden. Denkt an Sprüche 12, Vers 1, unser Leitvers. Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Noch ein drittes Prinzip, Sprüche 25, Vers 12. Sprüche 25, Vers 12. Das Prinzip lautet, höre zu. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Das Prinzip hinter diesem Vers ist ziemlich deutlich. Eine weise Mahnung passt sehr gut zu einem aufmerksamen Ohr, wenn dieses aufmerksame Ohr zuhört. Aufmerksame Ohren zu haben, das ist das Prinzip. Höre zu. Höre deinem Nächsten zu. Er kommt zu dir. Das erste Prinzip, gib Gott die Ehre. Das zweite Prinzip ist, liebe deinen Kritiker, wenn er dich kritisiert. Und das dritte Prinzip, schweig erstmal. Und höre zu, was er oder sie dir zu sagen hat. Wir neigen oft dazu, schnell zu reden oder schnell etwas zu sagen, schnell zu antworten. Und die Schrift sagt uns deutlich, dass wir langsam zum Reden sein sollen und schnell zum Hören. Wir wollen unsere Pläne, unsere Träume, unsere Vorstellungen schnell mitteilen. Wir wollen uns vielleicht schnell verteidigen oder etwas zu dem Punkt oder zu dem Punkt sagen. Und das Wort Gottes sagt, nein, höre erstmal zu.
Hab ein aufmerksames Ohr. Denn ein aufmerksames Ohr zu einer Mahnung oder Zurechtweisung ist wirklich anmutig, ist wirklich schön, ist wirklich etwas Wundervolles. Und seht hier diesen Vergleich, den der Schreiber, den Salomo hier gibt. Wie ein goldener Ring und Schmuck aus feinem Gold, nun etwas Schönes, so passt eine weise Mahnung zu einem aufmerksamen Ohr. Ein aufmerksames Ohr. Haben wir ein aufmerksames Ohr oder haben wir schnelle Lippen, die schnell plappern? Was passiert denn, wenn wir nicht dieses Prinzip befolgen? Wenn wir schnell reden, statt schnell hören? Wenn wir zu viel reden? Nun, da geben uns die Sprüche auch ganz schnell Antwort darauf. Sprüche 10, Vers 19, da heißt es folgendermaßen: Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon erfahren, wenn schnell eine Diskussion aufgekocht ist und dieses Hin und Her diskutiert wird und viele Argumente gebracht werden, dann geht es nicht ohne Sünde ab, oder? Dann entsteht schnell Streit, dann entsteht schnell Bitterkeit, dann entsteht schnell vielleicht Sünde im Herzen, vielleicht schnell Hass oder andere Sünde oder sogar verbale Sünde, indem man den Nächsten beleidigt. Und dann ist die Diskussion zu Ende, dann geht man weiter und redet immer noch über dieses Thema, aber mit einer anderen Person und dann entsteht schnell Lästerung. Wo viele Worte sind, sagt die Schrift, da ist viel. Da geht es ohne Sünde nicht ab. Und seht, was die Abhilfe dafür ist. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Ihr Lieben, wenn du kritisiert wirst oder wenn du zurechtgewiesen wirst, dann halte deine Lippen im Zaum. Einfach mal nichts zu sagen. Wisst ihr, wie unglaublich schwer das ist? Einfach zuzuhören. Und nicht nur zuzuhören, sondern aufmerksam zuzuhören. Der Not des Nächsten wirklich mal zu lauschen, wirklich zu verstehen, was möchte der Nächste von mir eigentlich? Was ist eigentlich sein Punkt? Das ist gar nicht so einfach. Das ist unser drittes Prinzip. Höre aufmerksam zu. Und ein Vers noch dazu, zu dem dritten Prinzip. Sprüche 18, Vers 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Nun, ziemlich deutliche Worte. Ich glaube, da brauchen wir keine Übersetzung. Das ist ziemlich klar und eindeutig. Wir müssen hören. Wir müssen verstehen, was unser Nächster uns sagen will. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien, dass wir wirklich erstmal nichts sagen. Dass wir erstmal zuhören. Dass wir erstmal lauschen. Dass wir erstmal verstehen. Denn wem können wir schon antworten, wenn wir keine richtige Antwort auf die Frage parat haben? Wenn wir die Frage nicht verstehen, vielleicht kennt ihr das von euren Kindern oder vielleicht ist jemand von euch Lehrer und hat Schüler. Wenn jemand die Frage nicht versteht, kann er nicht darauf antworten. Auf die Frage, wo ist dein Bruder, kannst du nicht antworten, ja, er hat heute gegessen. Das passt nicht. Wir müssen die Frage verstehen. Wir müssen unseren Nächsten verstehen. Und dazu ist es wichtig, zuzuhören und nicht wie ein Tor zu handeln und Schande auf sein Haupt aufzuladen, indem man schnell antwortet, bevor man gehört hat. Nun, drei Prinzipien. Das erste Prinzip, gib Gott die Ehre. Wenn dein Nächster zu dir kommt und dich zurechtweist, suche Gottes Ehre und nicht deine eigene. Das zweite Prinzip, liebe deinen Kritiker, der zu dir kommt. Wenn er dich zurechtweist, dann liebe ihn. Und das dritte Prinzip, höre ihm aufmerksam zu. Versuche zu verstehen, was er oder was sie sagen will. Und wir wollen bei diesen drei Prinzipien heute bleiben. Wir wollen in zwei Wochen mit den nächsten drei Prinzipien fortfahren. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, bis hierhin reden wir noch gar nicht. Also wir geben erst Gott die Ehre, wir lieben unseren Kritiker und wir hören zu. Es wird noch nicht geredet und ich gebe euch einen kleinen Spoiler. Die nächsten zwei
Prinzipien reden wir auch noch nicht. Und erst im sechsten Prinzip werden wir reden. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir wirklich weise miteinander umgehen, dass wir ruhig und voller Sanftmut miteinander umgehen. Und denkt nochmal an den Leitvers, Sprüche 12, Vers 1. Das ist mein Ziel heute, dass wir wirklich diese Worte verinnerlichen. Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, lasst uns dafür beten, dass wir wirklich offen sind für Zurechtweisung. Dass wir nicht Diskussionen aus dem Weg gehen, sondern dass wir gerade solchen Situationen entgegenkommen, um wirklich alle Bitterkeit, allen Hass auszuräumen, um wirklich Dinge zu klären, um wirklich auch Zurechtweisung anzunehmen. Denn denkt daran, wir brauchen einander. Wir brauchen Zurechtweisung. Wir brauchen einfach Anleitung. Wir brauchen Gemeinschaft. Lasst uns ins Gebet gehen und dafür beten und lasst uns das in die nächste Woche mitnehmen und danach handeln. Amen.